Die Rhön-Energie Fulda ändert ihren Abrechnungsrhythmus. Bislang erstreckte sich ihr Abrechnungsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Immer zu Jahresbeginn erhielten sie ihre Jahresverbrauchsabrechnung für das Vorjahr. Entsprechend ihrem Verbrauch wurden in der Abrechnung Abschläge festgelegt, monatlich oder zweimonatlich, alle in derselben Höhe. Der Musterkunde ohne Sorg zahlte für seine Heizenergie bislang 11 Abschläge zu je 114 Euro. Ab diesem Jahr wird das anders. Zukünftig erhält Kunde ohne Sorg seine Abrechnung im April. Dann läuft sein Verbrauchsjahr jeweils vom 1. April bis zum 31. März. Und das bleibt dann auch so. Daran wird er sich schnell gewöhnen. Wie aber gehen wir mit der Zeitspanne Januar bis März 2022 um? In dieser Übergangszeit zwischen dem alten und dem neuen Rhythmus sind bei monatlicher Zahlung zwei Abschläge fällig, im Februar und im März. Wie hoch werden diese Übergangsabschläge sein? Die Lösung ist logisch, wenn auch für die Kunden ungewohnt, denn im Winterquartal ist es bekanntlich kalt. In der Zeit verbraucht man erfahrungsgemäß rund 40% der jährlich benötigten Heizenergie. Wenn wir diesen jahreszeitlichen Gasverbrauch auf zwei monatliche Abschläge verteilen, müssen die Raten höher ausfallen als ihre bisherigen Abschläge. Weil diese Übergangsabschläge eben kein Jahresmittelwert sind, sondern ein Winterwert. Kunde ohne Sorg zahlt jetzt zweimal 199 Euro. Das freut ihn nicht, doch es geht nicht anders. Doch Kunde ohne Sorg muss sich nicht lange ärgern. Sobald sein neues Abrechnungsjahr startet, umfasst das wieder 12 Monate. Der Verbrauch verteilt sich wie gewohnt auf 11 Abschläge. Die werden ungefähr die frühere Höhe haben. In unserem Beispiel 114 Euro. Ab April ist also alles wieder beim Alten. Die Rhön-Energie Fulda ändert ihren Abrechnungsrhythmus. Für die Kunden bedeutet das einmalig zwei Monate mit höheren Abschlägen für ihre Heizenergie Erdgas. Danach haben die Abschläge wieder die gewohnte Höhe. Der Energiepreis als solcher wird nicht erhöht. Die Kunden zahlen nicht mehr, sondern lediglich in einem anderen Takt. Sie bezahlen nur das, was sie tatsächlich verbraucht haben. Zu viel gezahlte Abschläge erhalten sie mit der Abrechnung im April erstattet. Alles ganz fair. Vor allem, unsere Kunden haben ihr Erdgas sicher, denn ihr Versorger ist seriös. Ein gutes Gefühl.